Ja, sei gegrüßt zu einem Video hier auf meinem Kanal. Ich bin der Jutze und wir spielen wieder Life After. Und ja, wir haben ja die letzte Folge beendet, weil wir einfach nur gewartet haben, bis die Bäume da hinten endlich fertig sind. Ja, und das ist nämlich das Einzige, was noch fehlt, was wir brauchen so unbedingt, um die Waffe endlich zu bekommen, damit wir das Handbuch endlich abschließen. Und ja, dann würde ich sagen, schwingen wir einfach mal die Axt, so viel Haltbarkeit, wie sie halt noch hat, und fällen unsere drei Bäume. Mal sehen, wie viel Öl wir da rauskriegen. Wir brauchen genau 13 Öl. Und ja, mehr wäre natürlich auch nicht verkehrt, aber 13 brauchen wir schon, damit wir überhaupt die Waffe herstellen können. So, das ist nämlich noch das, was fehlt. Dann können wir nämlich die Aluminiumlegierung fertig machen. Und dann die Waffe auch noch. Ich gehe mal aber davon aus, dass die Waffe noch eine Weile dauern wird, dass wir die in der nächsten Folge erst haben werden. Ich fange erstmal schon mal an. So, wie viel Öl bekommen wir hier raus? Eins, zwei, drei. Ja, und noch ganz viele mehr. Oh, ich sehe gerade. Im schlimmsten Fall können wir Öl gar nicht aufsammeln. Ich habe schon wieder volles Inventar. Hat er das liegen gelassen? Nee, hat er nicht. Haben wir noch irgendwas zum Hinpflanzen? Das wäre natürlich richtig nice. Ja, Kirschbaum. Und noch ein Ginkgo haben wir auch noch. Dann hauen wir den Ginkgo noch hin. Ist der letzte, den wir haben, glaube ich, ne? Ja, das war der letzte. Gut, Kirschbäume haben wir noch jede Menge. Das war jetzt nicht. Kirschbäume haben wir jetzt jede Menge noch. Aber ich glaube, die Aktion ist vorbei, oder? Dass man diese, wie heißen die, Sakura abgeben kann und dafür irgendwas bekommt. Ich glaube, das war's. Aber wir können die gerne noch pflanzen. Ich denke, weiß gar nicht. Holz kriegt man sowieso dafür? Ach nee, der erntet die bloß ab. Warte, Moment. So besser. So, ich glaube, die erntet der aber bloß ab, ne? Ohne Holz. Weiß ich nicht. Ich muss weitermachen. Auf keinen Fall ablenken lassen. Ups, jetzt ist die Axt kaputt. Können wir uns eine neue machen? Aber ich denke mal schon, wa? So teuer dürfte die nicht sein. 100 und? Da ist die Stahlaxt. 110, genau, das haben wir ja wohl noch. Ich denke mal, eine bessere gibt es immer noch, ne? Bis zu 5 kann man das aufstufen. Und ich glaube, bei jeder Stufe müsste man eine neue, ja, ein neues Werkzeug bekommen. Ich kann gerne mal reingucken. Ich habe da in letzter Zeit kaum mich mehr drum gekümmert. Ja gut, ich habe in letzter Zeit sowieso kaum gespielt, ne? Oh, was heißt kritisch? Warum war das Baumöl gerade kritisch? Ich habe das schon so oft gesehen, ja, bei Steine, bei Erze und ja, Holz, alles Mögliche. Es war immer kritisch. Ich würde gerne die schnell, also die. Na, das automatische Holzfällen benutzen. Welches sich jetzt aufladen muss. So, jetzt. Alles klar. So, gut. Dann macht er nämlich allein. Dann brauche ich da nicht irgendwie noch den Daumen drauf haben. Dann kann ich sie nämlich hier oben haben. Und der macht er trotzdem alleine. Gut, okay. Den haben wir auch gleich fertig. Und dann dürften wir eigentlich. Hey? Warum hat er aufgehört? Hat er einen Grund? Weiß es nicht. Ich habe da gerade nichts gemacht und der hat einfach aufgehört. Ich hau mal. Ach so, jetzt weiß ich. Ah, das ist ja auch geil, ja? Nee, ehrlich. Wenn der Rucksack voll ist, macht er einfach nicht weiter und verschwendet den Scheiß nicht. Weil es hätte ja sein können, so wie wenn du ganz normal Bäume fällst oder so, dass man dann gar nicht. Na? Komm wieder. Ja, dass das einfach weg ist. Ganzer Holz oder sonst was. Teilweise lässt er das auch einfach liegen, glaube ich. Ach nee, das ist nur beim Looten von irgendwas, ne? Okay, wir räumen unser Rucksack leer. Da ist jede Menge Krempel drin. Wahrscheinlich. Oh, Holz. Ja, na, das ist klar, Holz. Ach ja, und so ein paar kleine Truhen, die ich hier oben wieder gekriegt habe. Bei Training, Rangliste, Shop, Vorteile. Je nachdem, überall gibt es immer was zu holen. Ich muss mal kurz eben schauen. Wir haben, glaube ich, einen Holzschrank, ne? Ja, der ist 100 pro voll.
Genau, also haben wir noch einen zweiten, glaube ich. Da haben wir Hanf, Hanfstamm, Harz, Klaue, kleiner Schrank, kleiner Schrank, kleiner Schrank. Ich muss jeden einzelnen umbenennen und überhaupt erstmal aufräumen, weil überall, wo kleiner Schrank steht, die haben nichts drinne, was irgendwie wichtig ist. Was? Warum geht er raus? Holz hätte ich gern. Wir haben nur einen Holzschrank? Nee, der kann nicht sein, oder? Holz. Das ist scheiße. Also brauchen wir noch einen zweiten Holzschrank. Haben wir irgendwo was, wo noch nichts drin ist? Na, wo nichts drin ist, werden wir nicht finden. Aber stabilen Schrank, da ist Stein drin. Ja, weil wir ja auch wieder nur einen Schrank haben, wo Steine drin sind. Deswegen haben wir da auch noch was reingeschmissen. Ich würde sagen, hier machen wir mal Holz rein. Und dann lagern wir das intelligent. Dann geht der Rest da auch rein. So, okay. Ja, Öl, den brauchen wir jetzt, aber auch nicht alles. Also haben wir noch kein Öl im Inventar. Da haben wir noch Kisten, da ist noch eine andere Kiste. Was haben wir denn da noch? Ah ja, stimmt. Ab und zu, zwischendurch mal, mache ich mal ein paar Baupläne fertig, aber. Ah ja, Zipresse, genau, die brauchen wir natürlich auch. Würde ich aber nicht, würde ich aber gerne irgendwo anders reinschmeißen. Schade, dass die nicht intelligent gelagert werden. Also haben wir davon nichts hier. Der ist einfach nur Krempel, ja. Da ist tatsächlich nur Krempel drin. Knochen, okay, bei Knochen sind Knochen drin? Natürlich nicht. Siehst du, kannst mal sehen, wie ich aufräume hier, ja? Hier sind aber Knochen drin. Aber bei Knochen sind keine Knochen drin. Da ist nur hier, wie heißt der, Barriere oder so. So, Holzklaue, Hammstamm. Ich werde mal irgendeinen Schrank nehmen, der nicht ganz so voll ist. Knochen bleibt erstmal als Knochen. Dann nehmen wir stabiler Schrank. Was ist da überhaupt drinne? Noch mehr Barriere, also Barrikade oder wie heißt. Okay, dann kommt da erstmal die Zypresse rein. Und das Öl, was wir haben, das wird ja da rausgenommen, wenn wir irgendwas herstellen. Also wir haben es ja trotzdem. Jetzt machen wir noch die Truhen auf. Was ist hier noch drinne? Achso, Stahl. Alter, wo habe ich Stahl her? Habe ich mir auf jeden Fall nicht hergestellt. Dann muss ich irgendwo mal bekommen haben. Dann schmeißen wir den Stahl bei Krempel mit rein. Weil so viel haben wir davon ja auch noch nicht. Und den Bauplan müssen wir auch nochmal, ja, wie soll ich sagen, auslesen. Nein, nicht nach unten, nach oben bitte. Danke. So, einmal in die Rückentüte. So, dann haben wir hier den Bauplan. Verwenden. Ja, irgend so eine seltsame Dachkonstruktion. Keine Ahnung, was das ist, aber. So, achso, Umfrage, genau, das war das. Jede Menge Scheiß geopfert, nur um so eine Truhe zu bekommen. Dünner Stoff, okay, ist schon mal okay. So, Umfrage 2. Was war das jetzt für eine Münze? Ach, keine Ahnung. Ist weg. Sehe ich wahrscheinlich nie wieder. So, alle geöffnet. Blume, Blume. Achso. Kann ich glaube ich auch nicht mit anfangen, ne? Also nicht direkt. Also ich glaube nicht. Gut, ja, mehr war nicht. dünner Stoff muss noch weggelagert werden. Ich glaube aber zu meinen, dass wir Dünnstoff irgendwo schon haben. Deswegen kann ich das einfach so machen. Genau, siehst du, da haben wir's. Alles klar. Jetzt, wo wir hier noch Öl haben. Ach nee, erst machen wir den Baum noch fertig. Den lasse ich da nicht einfach so stehen. Den machen wir noch fertig. Und dann werden Dings hergestellt. Hier, wie heißt das? Na, wie heißt das denn? Dings halt. Das war nur ein Schlag, ne? Haben wir überhaupt Öl gekriegt dafür? Ja, ein. Okay. Aber den können wir intelligent weglagern. Das ist schon mal gut. Weil wir haben ja schon mal was gelagert. Ach Mann, ey. Wenn ich so die Cam, die Cam, ja, die Cam habe, dann sieht das aus, als hätte ich keine Haare. Irgendwie stört mich das ein bisschen. Na komm, ein Stück höher. So besser? Ich glaube ja. Ja, und was ihr da seht, das da ist ein Monitor. Der steht einfach nur rum, weil ich alles mit dem Smartphone mache. Ich habe ja keinen PC hier zu stehen. Aber einen Monitor habe ich. Naja, für die Konsolen halt, ne? Okay, gut. Weiter geht's. Hier, die intelligent. Ja, mein Lagersystem ist intelligent. Okay,
Waffe da oder da? Ich glaube, hier war das, ne? Ausrüstung, genau, Waffe herstellen. Da müssen wir jetzt mal beim Halbstoff drei von den Dingern herstellen. Ich glaube, mehr ging gerade auch gar nicht, ne? Ja, ich hatte von jedem, glaube ich, nur gerade so, dass das, ja, gerade so reicht. Den konnte ich auch intelligent lagern. Dann können wir nochmal auf Bauplan und dann haben wir endlich die Thompson. Siehst du, unten Schlagring können wir endlich herstellen. Ich wollte sowieso mal einen Schlagring haben. Was ich mal wissen möchte, was ist besser? Ah, nee, Machete ja sowieso nicht. Da haben wir eine Angriffskraft von 48. Ja, und die Machete sowieso ganz wenig. Aber wir hatten noch eine zweite. Ach, die haben wir. Ja, die haben wir so bekommen, glaube ich. Da möchte ich auch gerne mal wissen, was die für eine Angriffskraft hat. Ich glaube, da ist noch ein bisschen mehr drin. Hier, das Ding hier. Hä? Ich dachte, das ist mehr. Sechs. Angriffskraft 6, was ist das denn? Das ist doch dieser Kukuri, oder wie heißt er? Ja, Kukuri. Ich dachte, das wäre besser. Aber ist es ja gar nicht. Aber warum ist es gelb? Die Angriffskraft. Keine Ahnung. Siehst du, was ich auch mal machen wollte, irgendwann mal. Eigentlich schon immer. Upgraden, ne? Ja, bin ich immer von abgekommen, aber naja, gut. Ich werde mir trotzdem die Dinger herstellen, irgendwann mal. Nein, das war nicht Rüstung, das war Waffe. So, hier den Schlachtring. Weil mit denen habe ich noch gar nicht gekämpft. Und unbedingt mal ausprobieren. So, erstmal die Thompson. Die dauert jetzt wahrscheinlich eine ganze Weile. Ich könnte noch ein paar Baupläne rausholen. Einfach nur, um einen von den Waffen hier herausholen. Naja, wir nehmen aber die normale, die mit dem Holzschaft bestätigen, um Thompson MP herzustellen. Aber natürlich doch. Kommen wir, klicken wir darauf und dann. Oh, 23 Minuten. Alles klar, also diese Folge wird es auf jeden Fall nichts mehr. Rauchgranate, ja, alles andere ist nicht mehr. Ich glaube, hier brauchen wir noch so viel Alu-Legierung. Aber alles andere haben wir, so wie es aussieht. Also Öl ohne Ende, obwohl. 10 Stück? Nee, doch. 50. Oh Mann, Zypressen sammeln wieder ohne Ende, ja. Naja, kriegen wir, denke ich mal, im Laufe des Spiels auch noch hin. Und wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Gut, dann haben wir das, ja, haben wir jetzt noch nicht abgeschlossen, weil die haben wir jetzt noch nicht in der Hand. Das bedeutet, wir können aber das nächste schon mal fertig machen. Wir können mal mit ihr quatschen und mal gucken, was das überhaupt kostet. Ob wir das haben oder nicht, weil aktuell haben wir gar nicht so viel Geld, glaube ich. 6.000. Ich glaube, denk mal, das ist zu wenig. Wir brauchen da, glaube ich, mehr. Okay, einmal in die Stadt, da werden wir aber zu Fuß hinlaufen. Was ich auch mal überlegt habe, einfach mal näher in die Mitte zu reisen. Einfach nur aus dem Grund, weil diese ganze Schnellreisesache, die geht mit Facecam immer so, ja, geht irgendwie so scheiße. Habe ich überhaupt noch einen Hund? Tatsache, da ist er ja. Hallo Penny. Okay, da geht's lang, glaube ich. Ja. Folg mir. Folge mir, hier geht's lang. Ja, ich bin wieder alleine hier im Lager, deswegen bin ich eigentlich in. Ja, ich denke mal, werde ich auch in Zukunft immer sein. Außer wenn noch mal ein paar mehr kommen, aber ich glaube kaum, dass ich da hier in dem Spiel jemals wieder. Ja, vielleicht schon, aber ich denke mal, kommt seltener vor. Ich bin hier falsch gerannt, ne? Wo renne ich denn hin, sag mal? Totale falsche Richtung. Alles klar, gut. Nochmal zurück. Penny, das war einfach mal ein Ausflug, nur um zu gucken, ob du noch da bist. Gut, einfach nimm den Hauptweg entlang und dann sind wir dann in der Stadt. Da ist auch noch ein Helikopter. Wir wollen aber nicht mit dem Helikopter weg, weil die Tante, die sitzt ja im Lager rum. Also auch im Lager. In Fortuna gibt es die auch. Ich mach mal. Ja, so. Na, nur lauf. Ich glaube, sie trägt den gleichen Namen. Nee, eben nicht. Ich glaube, die hat einen ganz anderen Namen.
Hallo Bär. Aua, was soll das? Obwohl, ich habe Hunger, ne? Da könnte ich doch gleich mal einen Bär schlachten und den essen. Einfach so, eiskalt. Wollte sagen, was? Warum ist er zu? Aber es ist doch offen. Möglicherweise wieder irgendwie ein Zombie-Angriff oder so, Zombie-Invasion. Wo wir aber nicht mitgemacht haben, weil wir einfach mal nicht aktuell da waren. Ich werde auch gar nicht mehr darüber benachrichtigt. Keine Ahnung warum. Wo steht die alte Club hier hinten irgendwo, ne? Stand die nicht hier irgendwo? Drinnen vielleicht? Da ist er. Sie hieß Jessica. Einfach Jessica. Hallo. Ich bin ein professioneller Notar. Ja, ich möchte zurücksetzen, nicht? Ich möchte einen Beruf. Hä, ich habe da einen Beruf. Warte mal. Ist das das hier? Ah, hier kann ich mir nochmal ändern, aber das kostet, glaube ich, echt Geld, wenn ich das richtig sehe. Dieses S. Ach nee, habe ich. Also kann ich. Also könnte ich den Beruf ändern, wenn ich da nicht schon investiert hätte in die Erweiterung, so weißt du? Lumberjack habe ich ja gar nicht. Ich habe ja hier Warrior, glaube ich, genau. Krieger 1. Das ist das, was ich habe. Na gut, ja, nee, bleiben wir aber bei. Ich will es nicht ändern. Mal gucken, was war denn das erste gewesen? Genau, das wollte ich. Da haben wir 8000 und zwar. Alter, wo soll ich das herkriegen? Ach so, das sind die Erfahrungspunkte, ne, die man verteilt. Oh Mann. Das dauert, glaube ich, noch eine Weile. 6000 haben wir, 8000 brauchen wir. Hier haben wir noch 20.000 von den Erfahrungspunkten und 7.000 haben wir aktuell. Ja, wir haben ja auch, ich glaube, ich habe aktuell oder in letzter Zeit so zwischendurch mal, habe ich ausgegeben ein bisschen was. Ich weiß aber auch nicht mehr in was. Guck mal, alles Mögliche ist verfügbar. Aber hier, genau, in Krieger habe ich das ausgegeben. Guck mal, da haben wir 1 von 1 und 5 von 5. Das nächste wäre ja dann halt, ne? Wo wir so viel brauchen. Wo wir nur 7.000 haben von. Schade. Schade, wirklich schade. Den können wir jetzt aufwerten, aber da würden wir dann welche ausgeben für, ne? Das ist blöd. Eigentlich müssen wir uns die aufsparen. Oh, der geht mir voll auf den Sack, ne? Der Typ, der hier neben steht, der lädt ewig ständig seine Waffe nach. Die ganze Zeit. Macht er 100 pro gleich wieder. Hey, lad nach. Und dennoch noch so mit vollem Einsatz so. Ich lade nach, gib mir Deckung. Nein, oh, was ist das? Okay. Das ist mir neu, oder? Hä, stand der vorher auch schon mal da? Warum ist es Gold? Hier stand vorher nichts Goldenes, glaube ich, oder? Hat sich hier irgendwas geändert? Nicht, dass ich wüsste. Wir sind immer noch in der Zeit. Was auch immer das bedeuten soll. Naja gut, also heißt es Gold sammeln. Was haben wir hier noch? Oh, guck mal, ein Siegertreppchen. Okay. Wer macht denn das hier mal alles? Oder wer hat überhaupt die, oder wer kann das überhaupt? Der Bürgermeister selbst, oder? Oder kann das jeder? Irgendwie Erweiterung hier für das komplette Lager? Ich weiß gar nicht. Naja, gut. Wir haben jetzt festgestellt, wir haben zu wenig Knete und zu wenig Erfahrung, um das her, ja, das, was wir wollten. Deswegen einmal bitte zurück. Ja, laufen wir schnell hin. Dann müssten wir eigentlich in der nächsten Folge mit der Waffe durch die Gegend rennen und alles, was irgendwie Gold einbringt, ja, abschließen irgendwie, ne? Das bedeutet,
Einmal die Brettmission überall. Dann Miska ist, glaube ich, auch Gold. Ja, Gold wert, logischerweise. Wo ging es denn jetzt zu mir? Da bin ich dran vorbei schon wieder, ne? Oh Mann, immer ich. Nee, war richtig. Hier lang und dann da hoch. Gut, ja, ich wohne hier irgendwie am Arsch der Welt und das Haus ist immer noch irgendwie kacke. Okay. Gut, wir machen es kurz. In der nächsten Folge werden wir uns dann weiter drum, also mehr drum kümmern, dass wir überhaupt irgendwas bekommen, würde ich sagen. Also es geht um Gold und Erfahrung. Das ist jetzt das Ziel, was wir überhaupt haben. Und deswegen, ja, schauen wir mal, was wir so alles erledigen können. So, denn schönen Dank fürs Zuschauen. Ich werde jetzt auf meinen Hof betreten und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir die Waffe endlich haben. Und dann können wir uns auch darum kümmern, dass wir Gold bekommen und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Gut, alles klar, denn schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.